Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Witcher Wild Hunt. So, wir schließen jetzt unsere Main Quest ab. Wir haben hier zwar immer noch nicht alles entdeckt. Da ist noch was. Und hier oben war noch zwei, drei Orte, aber hey. Ich will jetzt mal mit der Main Quest weitermachen, weil hier sind ja noch genug Nachbarorte. Ja, die Burg und Velen und Novigrad und irgendwann wird es wahrscheinlich auch mal dahin gehen. Das ist ja hier die Weltkarte. Da oben kommt wohl nichts mehr und hier hört sie auch schon auf. So groß ist die Karte gar nicht, glaube ich. Ich weiß nicht. Mal gucken, wie groß die anderen Gebiete sind. Wir sprechen jetzt Vesemir an, der schon seit mehreren Folgen sich nur noch sinnlos betrinkt. Aber vorher meditiere ich mal. Genau, in der Kneipe meditieren. Ist mal was ganz Neues. Ich habe jetzt meinen Alkohol erst verbraucht, ehrlich. Das ist ja schade. Yennefer ist in Vesemir. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Patrioten. Die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Na? Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Ja, die sie abgenommen hat. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserliche magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Wow. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn lass der Hilfe los. Meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hm. Hörst du nicht, du Fotze? Oh, oh, oh. Ah! Oh. Lass mich los! Wow, krass. Okay. Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stimmt stehlen. Stimmt das? Was Idiot. Hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Klar, wir ein stehen eigenes eure Land Kinder. Wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Ach so. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Nicht nachlassen! Oh. Was sind wir? Feuer, Druckwelle? Ja, Feuer, ne? Einsatz, Leute, Einsatz! Was ist los? Du bist tot. Ich würde sagen, das ging schnell. Eieiei, das muss aber auch nicht sein in der Kneipe, oder? Immer so viel Dreck. Schon gut, es ist vorbei. Geh weg! Ja. Lass mich in Ruhe! Was du machst, machst du falsch. Bitte erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! Ich glaube, hier sind wir nicht mehr gerne gesehen. Thema raushalten. Na los, gehen wir. Tja. Da fällt es schon schwer. Ach du Scheiße. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Das glaubt man einem Hexer. Erfahrt. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert.
Yen? Schick. Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Ich habe das Gefühl, ich muss in Kürze unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Die Nippel wahrscheinlich. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Mhm. Mach die Pferde bereit. Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Ja. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysimar erwartet dich nämlich jemand. Jemand, der nicht gerne wartet. So? Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die hat auch so eine leichte Schlafzimmerstimme, ne, oder? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Ja. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Tja, da bin ich mal gespannt. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Natürlich. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Hm. Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysimir. Und bis bald. Warum habe ich das Gefühl, dass ich später auch nochmal nach Kaer Morhen zurückkehre? Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Das Schnellste. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Stufe 4. Ein Aufbruch. Jetzt bin ich mal gespannt. Passiert doch gleich was, oder? Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, den ich nicht kenne. Zuerst schon, aber dann... Was da? Ey! War klar. Was sind das für Tiere da? Nicht gut. Gepanzerte Hunde oder was sind das? Okay, ich habe das Gefühl, ich muss gleich... Oh, schön. Gut gemacht. Jennifer, wir haben die... Wir reden morgen darüber, in Ordnung? Ja. Nach der Audienz. Immer morgen, nach der Audienz auch noch, klar. Gib mir bloß keine Informationen, Frau. Immer dasselbe. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass sie tatsächlich ganz nah war. Das wissen wir doch schon. Gib mir einen anderen Ladebildschirm. Dankeschön. Ja.
Ja, auch fiese mit Wunden und Narben. Wenn ich mir das so angucke, möchte ich auch mal wieder baden. Duschen ist nicht dasselbe, eindeutig. Duschen ist echt nicht dasselbe. Hm, das muss reichen. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Aha. Der Herr wird auf dem Bergère Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Dann sag doch Stuhl, Mensch. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Wie fett rasiert. Geht auch so. Sieht doch adrett aus. Eben. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Aha. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. So, voller Läuse. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Sagt mir der Kerl, der einen Don Johnson 3-Tage-Bart trägt. Ey, geh mir nicht mit dem Messer an die Kehle. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Du siehst nicht gesund aus, Junge. Du siehst nicht gesund aus. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysimar zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Frag sie doch. Willst du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Ja. Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Na. Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Nordlinge, man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut. Der Herr kann sich nun ankleiden. Ach, das ist ja sehr gütig. So ein eingebettetes Arsch. Adel. Womöglich gekauft. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Alle Farben, sofern es schwarz ist. Wo sind meine Kleider? Eben, die waren gut. Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Okay. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Ich habe nichts gegen Schwarz. Schwarz ist eine schöne Farbe. Neue Quest. Kaiserliche Morvan. Oh, ja, die Charaktere, die sollte ich mir mal angucken. Nomische Scherze. Ich glaube, wenn ich hier stehle, kann das auch böse ausgehen, glaube ich. Ja? Blaubeeren. Naja, für Blaubeeren muss ich jetzt nicht unbedingt Nast riskieren. Ein Schwert gegen Hexen? Moment, ein Schwert gegen Hexen? Geht ja gar nicht. Ich hätte auch ganz gerne meine Waffen mal wieder.
Wer sind die Hexenjäger, fragt ihr. Sind sie... pass auf, weil wir eben so lange Dialoge hatten, das lesen wir ein andermal. Kleide dich an und sprich mit dem Kamera. Achso, okay, was nehmen wir denn hier? Das sieht ja scheiße aus. Das... Ein Unterschied? Elegantes Höflingswams. Okay. Überall derselbe Krams. Alles nehmen. Dann machen wir mal. Naja. Ach, geil. Das Badetuch behalte ich. Ist ja geil. Okay. Tja, steht mir überhaupt nicht. Das macht irgendwie, weiß nicht, wieder. Nicht gut. Sprich mit dem Kamera. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Pö. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Das Muster an der Brust, das gefällt ein mir. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Genau. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Mhm. Mit der Stirn bis auf den Boden. Sehe her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Bitte, für Torheiten ist dies nicht die Zeit noch der Ort. Der Herr wird genau hinsehen. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Ne, Moment. Das müsste auch das Falsche sein. Falsch, falsch, falsch. Noch einmal. Bein aus. Ey, sag mal, ihr könnt mich doch mal. Hallo? Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Das ist nicht dein Ernst. Es ist durchaus mein vollster Ernst. Kennt der Herr die Strafe für Übertretungen der Etikette in Gegenwart des Kaisers? 200 Peitschenhiebe. 200? Dies 200? Ich nicht. Daher werde ich ihn nicht eher gehen lassen, als bis ich überzeugt bin, dass er sich zu betragen weiß. Hm. Okay. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Boah, ey, das kann echt nicht angehen. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Okay. Schwierig. Mal gucken, was der so will. Ingrini eb art kerser. Deitwen adan in karn eb morwut. Em hier war em reis. Verneigen. Machen wir mal nicht. Mal gucken, ob ich geköpft werde.
Eure kaiserliche Majestät. Area Epto Orde. Evelien Namin wat gern wavort. Ah. Mal gucken. So viele Monate an Volltestshof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Okay. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Das stimmt wohl. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cirilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Das ist aber kein hübsches Bild von ihr. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Oh, 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 oh. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson. Wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Ja, sehr führt doch besser. Was im Schilde. Naja, zahlen ich kann er brauche ruhig. Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Ja, meine die ist Spionen gut ausgebildet. Verlass dich auf sie und auf meine Armee. Falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit? Ich mag ihn irgendwie bring nicht. Bring ihn zur Zauberin. Irgendwie ist er mir sehr unsympathisch. Aber er hat es immerhin erduldet, dass ich mich nicht verneigt habe. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Okay, das tut mir leid. Rente mire detre. Dann wollen wir hier mal gucken. Und es ist Nachmittag. Was hacken die denn da? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich würde sagen, wenn ich aber mal so auf die Folgenzeit gucke, dann ist jetzt eigentlich auch mehr oder weniger um. Ich würde sagen, Jenne, versuchen wir in der nächsten Folge auf. Ich mache mal einen Hexerblick hier nochmal. Was machen die denn da? Die hacken hier den Boden auf. Warum denn? Weil... Ist da irgendwie ein Geheimgang drunter oder was? Wisst ihr, Anes war in Novigrad? Ja, Annen. Ratslieden in Enekt. Ach ja, er hier. Tet Ategane, en Kaland nes a evalue sauer, eb toussant. Darf ich mal stören? Warum beteiligst du dich nicht lieber? Wir sprechen über Neutralität, wie schwierig sie zu bewahren ist. Dann sprecht in einer Sprache, die ich verstehe. Man sollte es versuchen. Man sollte es trotzdem versuchen. Warum? Weil es nur wenige Dinge gibt, die den Einsatz wert sind. Und noch weniger Menschen. Blöde Gesichter. Genug davon. Können wir das Thema wechseln? Also, ich habe mit dem Kaiser gesprochen. Warum hat er dich hergerufen? Also, weißt noch nicht mal du es? Nein. Aber ich wette, es ist ein gewöhnlicher Hexervertrag. Ja, ja. Okay. Ein paar Murmelmenschen.
Er weiß also nichts. Das wird ihn wurmen. Okay, ich verabschiede mich an dieser Stelle und dann suchen wir in der nächsten Folge mal Yennefer auf. Und dann bin ich mal gespannt, was sie uns jetzt so zu sagen hat. Okay, Doki, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.